So, hallo und willkommen. Wir sind heute, ich bin heute unterwegs, Katja ist leider nicht dabei, mit den Quad- und ATV-Freunden TAR. Wir machen eine kleine Tour nach Dänemark. Jetzt fragt mich nicht nach dem kleinen Nest, wie es heißt. Habe ich vergessen. Sind laut Veranstaltung knappe 175 Kilometer, die wir dann zurücklegen. Irgendwo ein bisschen am Strand rumfahren. Und nochmal über Militärgelände. Alte Panzerstrecke, irgendwie sowas war, glaube ich, was da beschrieben wurde. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich riesig. Und hoffe, es wird euch gefallen. Lasst bitte ein Like da, abonniert vielleicht sogar, dass ich mehr solche Sachen machen kann oder machen soll. Da würde ich mich dann sehr drüber freuen. Und ja, dann schauen wir mal, was da heute so wird. Bin sehr, sehr gespannt. Heute soll es ein Bombenwetter wieder werden, wie man ja auch sieht. Sonne scheint schon ohne Ende. Gestern hatten wir hier über 30 Grad für uns im Norden. Das ist wie als wenn man in der Wüste lebt, gefühlt. Warm ohne Ende, keiner mochte sich mehr bewegen. Heute soll man wieder so um die 30 bis 32 Grad kriegen. Ja, schön. Freue ich mich schon drauf, ohne Ende. Wohlig temperierten Klamotten dann unterwegs immer. Und ja, der Helm ist natürlich auch sehr, sehr gut temperiert. Ist ja nicht so, dass das dann irgendwann mal warm wird unter der Mütze, aber naja, gut, ist dann so. Wir lassen uns überraschen. Leider habe ich noch nicht alle Namen so richtig mitgeschnitten. Ja, halt mal ran. Aber wir warten kurz auf die anderen. Und schauen mal weiter. Na, sind die verloren gegangen? Alles tut die gut. Da kommen sie. Der erste. Der zweite. Dann sind wir auch gleich wieder komplett. So, und weiter geht's. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Hat was. Mal Luke wieder zu, dann hört man mich ein bisschen besser, wenn ich was sage. Kommt eh nur Blödsinn mal raus. Aber naja. Habt ihr selber Schuld, was schaltet ihr auch ein? So, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt einigermaßen zusammenbleiben. Dass es jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger wird, dass die Leute dann ordentlich überholen können. Wir schauen. Wir sind heute mit 4 ATVs unterwegs und ein Begleitbus. So, wir stehen jetzt hier noch an der Schlange, kurz vor der dänischen Grenze. Wir wollen jetzt dann hier gleich durch. Dann
kontrollieren natürlich auch ein bisschen so stichprobenartig nach. Und ich hoffe mal einfach, wir werden durchgewunken. Sonst. Ja. So, jetzt muss ich halt immer absteigen, meine Sache. Das ist dann so. Daher. So, wir dürfen langsam wieder. Wir sind alle ohne Probleme durchgekommen. Und dann geht das dann jetzt weiter. Schön, ja, herzlich willkommen in Dänemark. Freunde, sind sie. Die bieten ihr dann auch zu Hause. So, dann wollen wir gerne noch einmal daran erinnern, dass wir nächstes Wochenende hier am 16. Wieder eine kleine Tour noch planen mit den Quad- und ATV-Freunden TARP. Hollywood ist da der Streckenersteller, oder derjenige, der die Strecke geplant hat, das gerne mit uns abfahren möchte. Macht ein großes Geheimnis draus, so ein bisschen was da so passiert und so. Wir sind gespannt, die letzten Fotos, wie schon mal gesagt, sahen echt interessant aus. Wir sind diesmal auch dabei, Katja und ich. Wir wollen so ein bisschen mal alles kennenlernen und ein bisschen Blödsinn machen. Ja. Und dementsprechend müssen wir uns natürlich da auch mit beteiligen. Wir wollen uns beteiligen. Ja. Ist eine lustige Sache. Ich freue mich. Beziehungsweise haben die im September, wenn ich kopftechnisch nicht ganz falsch liege, ist es der 12. Wenn nicht, blende ich das nochmal jetzt hier unten mit irgendwie ein. Ich weiß noch nicht wie, aber ich fuhr mir das schon hin. Die Termine, wo sie auch was haben. Am 12. September ist das, glaube ich, da haben sie Kids Day in Tarp beim Edeka-Markt.
wenn ihr für eure Kinder ein kleines Quad habt, bis zu 250 Kubik, was ich da gelesen hatte, könnt ihr da gerne rauf und fahren. Finde eine coole Sache. Ich weiß jetzt noch nicht, ob die da irgendwas bieten mit, dass auch andere Kinder andere Quads fahren könnten oder sowas. Weiß ich nicht. Will auch kann ich nicht sagen, ob das geht oder nicht. Auf jeden Fall stelle ich mir das interessant vor. Erstens können sich die Kinder sowas mit angucken, mal die großen Dinger auch. Und man schnackt ein bisschen, man sieht zu, dass man da so ein bisschen die Kinder bespaßt. Finde ich eine coole Sache. Wenn Katja und ich das irgendwie zeitlich hinkriegen, sind wir natürlich auch dabei. Und ja, wir schauen, was da noch so geht. Falls euch das Video gefällt, bitte hinterlasst ein Like oder abonniert sogar. Würde mich sehr, sehr freuen. Dann weiß ich, mache irgendwas vielleicht nicht ganz falsch. Sonst einfach in die Kommentare reinschreiben, was ihr denn noch für Ideen haben möchtet. Themen, was man mal so quatschen könnte, was ich euch erzählen soll. Und dann wünsche ich euch sonst jetzt erstmal noch ein bisschen Spaß mit dem Video. Ich versuche die Klappe zu halten. Bis später.